Das sieht doch deutlich besser aus, was Comiczeichner Steffen Borsell hier aufs Papier zaubert. Ich hätte Mole Froch, also ich hätte mal eine Frage, schreibt er über den Ron-Reporter. Hat er recht, wir wollen nämlich wissen, wie hat seine Zeichenkunst angefangen? Ich wollte immer Comics machen, ich habe Comics gelesen, Comics gedacht und auch Comics umgesetzt. Und für mich war klar, also spätestens mit 13 war der Wunsch da, das auch so zu machen. Und relativ beständig dann dran geblieben. Mit 16 Jahren macht Borsell seine ersten eigenen Hefte, verkauft sie auf dem Schulhof. Mit 20 Jahren gründet er seinen eigenen Verlag, klar, einen Comic-Verlag. Und dafür braucht er natürlich Ideen. Aber fallen die vom Himmel? Also ich kann zumindest mal sagen, nicht unter der Dusche. Das wäre jetzt der einfache Klassiker, wenn man es jetzt einfach machen will. Aber es ist eine Summierung aus allen Einflüssen. Wenn wir jetzt miteinander reden, dann kommt vielleicht später noch eine Idee draus. Oder wenn ich in der Fußgängerzone rumlaufe und dann gibt es vielleicht irgendwelche Hunde, die sich anbellen. Da kann man dann irgendwas machen. Oder man liest halt die Zeitung und denkt, oh, das ist so absurd, das kann man ja fast nicht mehr übertreffen. Und macht noch eine Zeichnung drauf und das Fleisch abfällt sich und dann ist es wieder lustig. Sein stetiger Begleiter im Alltag, ein Zeichenblock. Mit offenen Augen läuft er durch die Welt, sammelt Eindrücke. Seine Lieblingsfigur, Schorsch Kleintraube, eine fiktive Karikatur. Also Schorsch ist ja Klassik, das ist ja pfälzisch normal. Aber Kleintrauber kommt tatsächlich von einem Buchhändler aus Neustadt. Und der hat gesagt, ach, Kleintrauber ist gut, das ist so wie ein kleiner Winzer. Und den Namen gibt es auch nicht. Also wenn man den eingibt, den findet man im Internet nicht. Also der ist auch nicht so, dass irgendjemand sich stören könnte. Nach viel Theorie wollen wir es dann aber wissen. Wie sieht unsere Reporterin Michelle denn als Comicfigur aus? Die Antwort liefert Steffen Borsell in knackigen 3 Minuten mit einem verblüffend ähnlichem Ergebnis. Sieht man, oder? Ich mache ganz gerne Live-Zeichnen. Das ist so das zweite Standbein, wo ich dann vor Ort Leute abmale. Das hat einfach den Rieseneffekt, dass man halt mit den Leuten kommunizieren kann. Das ist viel lustiger. Und dann hat man nach 3, 4, 5 Minuten hat man das Bild abgehakt und hat einen Riesenspaß gehabt. Doch den meisten Spaß hat der Comiczeichner an einer anderen Stelle. Nicht beim Denken, nicht beim Zeichnen, sondern wenn ich fertig bin. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt gerne 3 Stunden lang hinsetze und erfreue mich an der Arbeit, sondern ich freue mich wirklich, wenn es fertig ist. Und dann zeige ich das und die Leute lachen und denke ich, super. Sein neuestes Projekt ist ein Cartoon-Kalender mit einem Bild für jeden Tag. Das Besondere daran, den Kalender zeichnet er fürs nächste Jahr und dafür braucht er 366 Bilder, denn 2024 ist ein Schaltjahr.